Ich würde gerne bei Hanna Teschler von unserer Ernährungsberatung einführen. Sie ist eine von diesen Ernährungsberaterinnen, die sich speziell auch mit Ernährung bei chronisch entzündlicher Darmerkrankung befasst. Und sie wird uns einen Überblick geben, was sie eigentlich noch essen dürfen. Ich habe mir erlaubt, den Titel ein bisschen zu verändern, weil ich habe gefunden, der andere Titel, der ursprünglich war, so ein bisschen negativ tönt. So, was kann ich überhaupt noch essen? Wegen dem habe ich gefunden, ich mache es lieber, was zu essen tut mir gut. Jetzt geht es nicht mehr. Dann wäre wieder das Mikrofon. Sorry. Das ist etwas, was wir... Das ist jetzt wahrscheinlich ein Bild, das die meisten von euch kennen, also die betroffen sind. Weil aus Erfahrung weiss ich, dass Leute, die chronisch entzündliche Darmerkrankungen haben, die wissen auswärts immer, wo das nächste WC ist. Dann nochmal zum Charakteristik nochmal. Im Gegensatz zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten ist die entzündliche Darmerkrankung eine wiederkehrende oder teils anhaltende, kontinuierliche Krankheitsschübe, die hier erlebt werden müssen. Wir haben ja die zwei Sorten, entweder der Morbus Crohn, der vom Ganzmagen-Darm-Trakt im Ganzmagen-Darm-Trakt Entzündung macht, und Colitis ulcerosa ist dann vorwiegend auf den Kolon, auf den Dickdarm beschränkt. Laut Studien hat die Ernährung eindeutigen Einfluss auf das Darmmikrobiom, wie vorher der Professor Buri schon gesagt hat. Wie dass unsere Darmflora zusammengesetzt ist, hat einen ganz wesentlichen Einfluss, wie dass wir uns fühlen und was im Magen-Darm-Trakt alles passiert. Die westliche Ernährung, haben wir vorhin auch schon gesehen, kann eine Entzündung im Darm fördern. Und zwar wegen der Fertiggerichte und Fastfood. Dort ist Zucker, viel Fett und auch tierische Fett. Das ist belegt, das ist nicht gut. Und ich denke, also ich würde mal behaupten, dass auch das Fastfood und die verarbeiteten Nahrungsmittel auch einen Einfluss haben wegen der zunehmenden Erkrankungshäufigkeiten. Denn eben verarbeitete Nahrungsmittel mit Zusatzstoffen sind nicht günstig. Essen Sie, was Sie vertragen, das wäre die Devise bei jemandem, der einen entzündlichen Darm hat. Das kann bei jeder und jedem anders sein. Und das hängt dann auch davon ab, ob Sie gerade in einem Schub sind oder in einer entzündungsfreien Phase. Das ist sehr, sehr abhängig. Und dann wichtig auch zu wissen, es gibt keine standardisierte, in wissenschaftlichen Studien als wirksam befundene Diät, die zu einer signifikanten Reduktion der Krankheitsschübe dazu führen, dass es weniger Schübe gibt, leider. Ausser wir haben neuerdings ein Produkt auf dem Markt, das ist eine Therapie mit dem Modulen. Und zwar so, wie das Bild zeigt. Das ist ein Pulver, das man als Shake nehmen kann. Das kann die Remission und die Erhaltungsphase unterstützen. Es wird eher aber bei einer milden oder bei einer moderaten Form von Morbus Crohn, und zwar mit einem tiefen Komplikationsrisiko, wird es verschrieben. Es wird vom Arzt verordnet nach eingehender Diskussion mit dem Patienten, weil es ist recht einschränkend. Und dann würde der Arzt das kostengutsprachige Gesuch an die Krankenkasse einholen und dann wird das gut geheissen, in der Regel. Die Therapie mit dem Modulen, es ist in der Phase 1, 2 und 3. Phase 1 und Phase 2 dauern 6 Wochen. Und dann kommt die langfristige Ernährung. In der Phase 1 wird 50% vom Tageskalorienbedarf wird mit Modulen abgedeckt, das wird dann berechnet, und 50% gibt es eine sehr strenge Diät.
Und wegen dem habe ich vorhin gesagt, es wird mit dem Patient oder mit der Patientin sehr gut besprochen, ob sie oder er bereit ist, sich sehr stark einzuschränken und die Diät dann durchzuführen mit dem Modulin. Phase 2 ist auch 6 Wochen. Dort gibt es nur noch mit 25% dem Shake und 75% dann, immer eine strenge Diät, aber nicht mehr so strikt wie in der Phase 1. Die dauert ebenfalls 6 Wochen. Und in der Phase 3 ist immer noch 25% Modulin und 75%, wo dann nochmal mehr Nahrungsmittel erlaubt sind. Es gibt aber auch in dieser Erhaltungsphase gibt's ein paar Nahrungsmittel, die generell weggelassen werden sollen. Und dort sind hochprozessierte und stark verarbeitete Lebensmittel. Ziemlich exotische Früchte und ein paar wenige Gemüse. Ich glaube, 3 Gemüse, die dann generell weggelassen werden sollen. Aber auf jeden Fall stark verarbeitete Lebensmittel, Fertigprodukte sollen weggelassen werden. Also Wurstware ist dort zum Beispiel dabei, verarbeitete Fleischware. Diät. Der akute Schub, dort wo eine starke Entzündungsaktivität ist, mit Durchfall, blutigem Stuhl, grossen Flüssigkeitsverlust, Schmerzen, kann es sein, dass nötig wird sein, eine Hospitalisation. Dann kann es sein, dass zur Entlastung vom Darm, Magen-Darm-Trakt eine Sonde muss gelegt sein oder sogar parenteral, also einen venösen Zugang zur Entlastung. Und dann ist natürlich immer angepasst an Bedürfnisse des Patienten bezüglich Glucose, Zucker, Fett, Eiweiß, Mineralstoff und Vitamin. Das ist sehr individuell und je nach Verlauf des Blutwerts wird dann entschieden, wie schnell das der Kostaufbau mit weiteren leicht verdaulichen Nahrungsmitteln dann passieren kann. Je nachdem kann dann auch so eine Zusatznahrung sinnvoll sein. Sehr individuell von eben den Firmen, die wir vorhin gesehen haben, die Sponsoren. Die sind verschieden im Geschmack, Nährwert, Proteingehalt, Laktosegehalt, Fett, also speziell dann für Fettverdauungsstörungen und auch individuell speziell beim Nahrungsfasergehalt. Wenn es besser wird, bewähren sich verschiedene Heilkräutertees, also Brennnessel, Kamille, Lindenblütentee, Minzentee, Fenchel, Kümmel, Schwarztee, leichte Suppe und ungefähr nach 2 Tagen dann leichte Nahrungsmittel nach Verträglichkeit. Und oftmals ist es so, dass die Nahrungsmittel, die ein Patient oder eine Patientin Lust hat darauf, das vertragen sie in der Regel auch gut. Das ist sehr, sehr individuell. Wenn keine Entzündung mehr da ist, kann dann die Dauerernährung Einzug finden. Und dort ist die Idee, ich habe vorhin schon gesagt, verarbeitete Produkte belasten den Darm. Das Essen soll möglichst frisch, naturbelassen, gering verarbeitet sein. Und was noch fehlt, saisonal. Also jetzt wäre Orange ist jetzt nicht Zeit. Und in der Weihnacht sind nicht Erdbeere angesagt, zum Beispiel. Eben Fertigprodukte belasten unseren Darm. Wenn Sie irgendein Produkt einmal in die Hand nehmen und schauen, was ist alles für Zutaten, dann sehen Sie, je nachdem ist die Liste relativ lang. Und das tut unserem Verdauungssystem, unserem Darm, nicht gut. Die Kost soll ausgewogen, gemischt sein, verschiedenfarbig, genügend Gemüse, Salat und Früchte. Eben die Mangelernährung behegen. Jetzt kommen wir wieder zu den Trinks, die individuell zusammengesetzt sind mit Kohlenhydrat, Eiweiß, Fett, nahrungsfaserfrei oder mit Nahrungsfasern. Eine Mangelernährung sollte sofort behoben werden. Ich habe gerade in der Broschüre gelesen, es ist so ein Teufelskreis. Eine mangelernährte Person ist anfälliger auf eine Entzündung und eine Entzündungsreaktion, also
Ein entzündeter Darm ist anfälliger auf Mangelernährung. Es ist also ein bisschen ein Teufelskreis, leider. Genügend Vitamin, Mineralstoff, Spurenelement, Folsäure, Vitamin A, D, B12, Eisen, Calcium, Zink, Selen. Ich empfehle sehr gerne irgendein Multivitamin, zum Beispiel Supradin. Und in der Regel sind ja auch werden Blutwerte regelmäßig kontrolliert und was fehlt, das wird substituiert. Das ist auch richtig. Aber ich denke jetzt, so ein Multivitaminpräparat ist nicht ungeschickt, wenn so etwas noch regelmäßig eingenommen wird. Was sich antientzündlich auswirkt, ist Omega-3-Fettsäuren, das wäre im Fisch, aber auch in den Leinsamen, Rapsöl oder in den Walnüssen wäre Nüsse gut vertreibt, das wäre sehr eine gute Alternative. Was wir auch schon gehört haben, was sich empfiehlt, sind öfters kleine Mahlzeiten, nicht Fasten über so eine Fastendiät machen, nur zu Mittag und zu Nacht und grosse Portionen. Es ist gescheiter, regelmäßig und wenig essen. Gut können, auf jeden Fall. Und mit gut können kommt auch mit sich Zeit lassen. Was auch wichtig ist, probiert zuerst zu essen und dann trinken. Der positive Effekt ist dann nachher auch, es geht ja eigentlich zusammen, wenn wir nicht trinken zum Essen, müssen wir länger kauen, weil das Essen soll ja geschmeidig werden, bis wir es schlucken können. Also ich würde empfehlen, zuerst essen, gut zerkauen, dass es gut eingespeichert ist, dann schlucken und erst dann trinken. Oder sogar eben erst alles essen und dann erst trinken. Getränk, 1,5 bis 2 Liter. Jetzt ist es wahrscheinlich eher 2 Liter, wenn es so heiß ist. Wasser, Leitungswasser. Was mit der Kohlensäure ist, das denke ich, das ist sehr individuell. Das muss jeder für sich wissen, wie es ist, wie sie mehr können trinken. Schwarztee, wer es vertreibt, Grüntee, Kräutertee. Auch dort, was vertreibt wird beim Schwarztee. Ebenfalls Kaffee. Wer Kaffee verträgt, steht dann nichts im Weg, aber es ist je nach Verträglichkeit. Dann bei den Fruchtsäften und Gemüsesäften empfehlen wir zu stark verdünnen. Weil es ist sonst zu konzentriert und das kann den Darm belasten. Isotonische Getränke können in einer akuten Phase, wenn es Mühe macht zu trinken, können dann sehr günstig sein, zum Beispiel so Isostar in diesem Stil irgendein Getränk. Und nochmal, zuerst feste Speisen, gut kauen, schlucken und erst dann trinken. Und das bedeutet ja eben auch, sich mehr Zeit nehmen und das ist nur positiv. Gemüse sind die 2 bis 3 Portionen. Seit die Empfehlung, Gemüse und Salat wäre es vertreibt. Und welche Gemüse und welche Früchte, das weiss jedes für sich. Und das Gleiche ist mit am oben Salat oder Rohkost, das weiss jedes für sich, wie dass diese Sachen vertreibt werden. In der Regel ist es schon so, dass Kabis, Köhl, Sauerkraut vielleicht weniger vertreibt wird, aber wer es gerne hat, und vertreibt auf jeden Fall. Die breite Vielfalt auskosten. Weil Vitamin, Mineralstoff und die sekundären Pflanzenstoff und Nahrungsfaser und Ballaststoff, das ist auch, vor allem Nahrungsfaser sind gute Nahrung für unsere Darmflora, für das Mikrobiom. Wir brauchen das. Das ist sehr wichtig. Und sekundäre Pflanzenstoff, das wären Farben und Gerüche der Pflanze. Denen sagt man sekundäre Pflanzenstoff. Gut, verträglich sind sicher Rüebli. Das kann sein, so im Anfang, wenn jemand strenge Kost hat müssen oder fast nichts mehr können essen, so wieder zum Anfang ist sicher Rüebli gut, in Form von Gemüse oder aber Rüebli-Suppe. Und auch bei Durchfall ist Rüebli-Suppe, nur Rüebli, Salz und Wasser, bewährt sich ebenfalls sehr gut. Dann eben das fermentierte Gemüse, dort wäre jetzt der Sauerkraut dabei, das wäre sehr gut für die Darmflora, für das Mikrobiom.
eben Sauerkraut wäre dort dabei. Aber es ist jetzt ein bisschen im Trend. Man kann auch andere Gemüse, also Kimchi zum Beispiel, Kapis oder andere Gemüse, die fermentiert worden sind mit Salzlaken, gären. Das wäre auch sehr gut für den Darm. Früchte, 2. Und eine Portion wäre eigentlich immer eine Handvoll. Da könnt ihr euch so dran halten. Kleine Leute haben kleinere Hände, dann ist halt eine kleinere Portion. Grosse Leute haben grössere Hände. Von dem her darf es ein bisschen mehr sein. Aber auch dort möglichst saisonal. Und jetzt haben Beeren Saison. Eben nochmal, konzentrierte Form als Fruchtsaft, Fruchtmus oder Smoothies, die haben viel Fruchtzucker. Und Fruchtzucker kann je nachdem Probleme machen bei der Verdauung. Von dem her eher mit Milchprodukten kombinieren. Das kann sein als Frappe, das kann sein Trauben zum Käse oder das kann sein andere Beeren mit Käse. Dann gibt es eine langsamere Verdauung, weil noch Fett und Eiweiß dabei ist. Und es ist nicht mehr so konzentriert, der Fruchtzucker, der muss verdaut sein. Und auch bei Durchfall, dort ist ein altes bewährtes Mittel in den geriebenen Äpfel. Darf auch mit Bananen kombiniert sein. Und das mit Bananen zum Stopfen, das ist halt auch sehr individuell. Ich weiss nicht, ob ihr dort Erfahrung schon gemacht habt. Es gibt Leute, die tun es eher, die ist eher durchfallfördernd und bei anderen kann es wirklich stopfen. Kommt auch darauf an, wie reif das Bananen ist. Das ist ebenfalls ein Punkt. Und Beere, vor allem getrocknete Heidelbeere, zubereiten das Tee sie noch gut, wenn jemand Durchfall hat. Könnte man auch noch ausprobieren. Getreide, Brot, Herdöpfel ist die Empfehlung zu jeder Hauptmahlzeit am Morgen. Schweizerisches Brot am Morgen. Manchmal auch Müsli, dort sind entweder Haferflocken oder eben irgendein Weizenprodukt drin. Ich habe bewusst in den Klammern zuerst Reis und Herdöpfel hergeschrieben, weil Weizen kann auch Probleme machen, beispielsweise Bleiigen. Und eben, wir sind wirklich halt gewohnt, viel Weizenprodukte zu nehmen. Pasta ist allgegenwärtig. Und jetzt stellt euch vor, es gibt am Morgen Brot, das Butterschnitzel, zum 9 gibt es Gipfel, zum Mittag gibt es Teigwaren mit Gemüse und Fleisch oder Fisch. Am Nachmittag gibt es noch irgendwie ein Gebäck oder Kuchen, das jemand mitgebracht hat. Und zur Nacht gibt es nochmal Teigwaren. Dann ist das permanent Weizenprodukt. Und das kann definitiv eine Belastung sein für den Darm. Es gibt andere Sachen, weil Reis braucht nicht länger zum Kochen. Ausser man braucht eine ganze Pfanne Wasser, aber es ist praktisch gleich schnell, ist das gar. Und auch Dinkel kann man mal brauchen, etc. In der Aufbauphase, wenn jemand einen Schub hatte, bewährt sich Hafer sehr gut. Oder Reis. In Form von Brei oder Suppe. Wie es mit den Milchprodukten ist, von der Verträglichkeit wegen der Laktose, ist halt dann auch wieder individuell. Und wir wissen auch, wenn wir Brot, vor allem wenn wir es selber machen, sollten wir dann wirklich genügend Zeit geben, zum Kochen. Also wenn wir den Teig geknetet haben, dann sollten wir ihm wirklich ein paar Stunden geben, bis wir es dann backen. Also ich finde es zum Beispiel noch zeitsparend, wenn ich zu oben heimkomme, tue ich einen Teig kneten, lasse ihn bis am anderen oben kommen und dann kann ich ihn dann backen. Ebenfalls besser verträglich ist sicher Brot, das sie heute backen und morgen essen. Oder heute frisch gebackenes Brot kaufen und dann morgen essen. Wird in der Regel auch besser verträgt. Dann noch das Thema Foodmaps. Das hat nicht mit Food zu tun, sondern es geht um die fermentierbaren Oligo-, die Monosaccharide und Polyols. Das heisst Foodmaps. Weil die Fructan, das wäre zum Beispiel Polyol im Weizen, das kann zu Bleiigen und Bauchweh führen. Also es gibt je nachdem Leute, die wirklich das Problem haben, die einen riesen Bauch. Und das kann dann schon sehr einschränkend und lästig sein. Milchprodukt. Milch hat ein hochwertiges Eiweiß. Ist wichtig für Muskeln und Kalzium in den Milchprodukten für den Knochen.
zusammen mit dem Vitamin D, wo wir gesagt haben, das ist je nachdem bei einem Mangel, muss das substituiert werden. Eben eine gute Kombination für hochwertiges Eiweiß mit Herdöpfel und mit Getreide zusammen. Also Milchprodukte im Müsli, also Hafer mit Joghurt zum Beispiel, oder ein Brei, ein Getreidebrei mit Milch, dann hätten wir die zwei Produkte zusammen. Oder Herdöpfel mit Ei, dann ist die biologische Wertigkeit noch besser als mit Fleisch. Biologische Wertigkeit bedeutet, der Körper kann noch mehr Eiweiß aus diesem Produkt für unseren Körper aufnehmen. Und eben, die Milchsäurebakterien wie Bifidus, LC1-Joghurt wirken positiv. Es ist nicht nur das, es sind viele andere Sachen auch. Aber die wirken sich günstiger aus. Und Leute, die das Problem haben mit der Laktose, vertragen vielleicht solche Joghurt, dass sie nicht unbedingt auf laktosefreie Produkte müssen nehmen. Und diese Joghurt tut dem Mikrobiom, der Darmflora, noch Gutes. Dann gibt es noch Nahrungsmittel, die einen anti-entzündlichen Effekt haben. Zum Beispiel eben das Fischöl, das ich schon gesagt habe, mit den Omega-3-Fettsäuren. Also ruhig, Tonsalat, Lachs, Fisch. Die fettreicheren Fische haben mehr Omega-3-Fettsäuren als weisse Fische, Süßwasserfische. Dann eben die Heidelbeere, wegen der Anthocyan-Konzentration, das ist eben ein sekundärer Pflanzenstoff. Der wirkt sich sehr gut aus auf unseren Darm. Dann das Kurkumin, das Kurkuma. Das hat ebenfalls eine gute Wirkung im Darm. Es braucht je nachdem etwa 3 Gramm pro Tag. Und dann braucht es wahrscheinlich Kapseln, wo man dann müsste nehmen, dass man diese Menge aufnehmen kann. Trotzdem, Sie dürfen sehr gerne Kurkuma brauchen zum Würzen. Empfohlen ist aber dann, wenn Kurkuma, dann braucht bitte auch Pfeffer. Dann kann es besser aufgenommen werden. Sonst ist es nicht so gut wirksam. Kamille oder Brennnessel als Tee, wer es gerne hat, wirkt sich ebenfalls positiv aus und wirkt anti-entzündlich. Die Ernährung ist ein Baustein. Ich habe es vorher schon zu jemandem gesagt, es ist ein kleiner Teil eigentlich der Ernährung, um den Verlauf der Darmentzündung zu beeinflussen. Wichtig ist ebenfalls Nichtrauchen, haben wir auch schon gehört heute. Körperliche Aktivität, fit bleiben bis ins höhere Alter, wirkt sich positiv aus. Stress reduzieren und Bewältigungsstrategien von Belastungen. Und ich habe gelesen, Yoga würde dann gerade die zwei Sachen mit einbeziehen. Yoga hilft uns zu erden. Yoga hilft uns, wieder Boden unter den Füßen zu haben, wenn wir in stressigen Situationen sind. Und Yoga hält auch beweglich. Also das ist aus mehrfacher Sicht ist das positiv. Und dann gibt es halt immer Umwelteinflüsse, die wir nicht unbedingt beeinflussen können. Aber je nachdem können wir sie akzeptieren, dass wir sie nicht ändern können. Und Medikamente kann es beeinflussen, aber hoffentlich positiv. Geniessen euer Essen. In seiner Vielseitigkeit, achtsam und mit Mass. Und ich habe das Bild heute auch schon gesehen auf einer Broschüre. Aufs Bauchgefühl hören. Das wäre gut. Im wahrsten Sinn des Wortes. Dankeschön.